Wrestling News Deutschland. Hideo Itami ist der bekanntlichste Entwickler und auch Erfinder des GTS, also des Go to Sleep, den ja auch CM Punk oft verwendete. In den letzten Monaten hat er in seinen Matches immer die Gegner auf die Schultern genommen und wollte gerade den GTS durchziehen, aber hat es dann doch nicht gemacht, weil sich der Gegner immer befreite. So hat man den GTS immer mehr beim Publikum overgebracht und auch angeteased. Nun soll er bei einem Live-Event von NXT am 27.03. den GTS tatsächlich gezeigt haben in einem Match gegen Tyler Breeze und die Crowd ist komplett ausgerastet. Es wird vermutet, dass Hideo Itami diesen GTS als Finisher auch in den kommenden TV-Shows bzw. spätestens beim nächsten Pay-Per-View verwendet und ihn dann vielleicht als dauerhaften Finisher statt dem Single-Leg-Dropkick verwendet. The Icon Sting trainiert zurzeit sehr, sehr hart für sein WrestleMania-Match gegen Triple H. Wie wir ja gestern schon berichtet haben, sollen Triple H und Sting kurz vor der Abfahrt nach Kalifornien noch kräftig im WWE Performance Center in Orlando für ihr Match am Sonntag geübt haben. Nun wurde auch ein Video von Sting veröffentlicht, wie er im Fitnessstudio hart trainiert und sich auch gut in Form zeigt. Der Ultimate Warrior ist ja letztes Jahr kurz nach WrestleMania 30 nach seiner Hall of Fame Rede und der Raw-Promo, die er gehalten hat, verstorben. Nun wurde nach einem Jahr der Familie des Ultimate Warriors eine Warrior-Statue aus Gold vermacht. Am 27.03.2015, also letzten Freitag, hat eine NXT-Show stattgefunden, bei der Vince McMahon, Sean Waltman, Jim Ross und andere Legenden sowie Main-Roster-Superstars Backstage anwesend waren. Die Show war laut Zuschaueraussagen sehr, sehr gut. Triple H hat den ganzen Abend mit einer Promo gestartet und ist als großer Face aufgetreten. Die Show sollte eigentlich nicht allzu lange gehen, aber Vince McMahon war so überzeugt von der guten Show, dass er gesagt hat, lass die Show weitergehen. Und das ist ja eigentlich ein Verhalten, was man nicht wirklich von Vince McMahon kennt, der ja eigentlich eher neidisch zum Produkt von NXT steht, da es die Main-Roster-Shows in den Schatten stellt. Auch Seth Rollins war bei dieser Show anwesend, er war aber auch, als kleine Randnotiz, bei ROH Supercard of Honor 9, also dem ROH-Event, was auch am Freitag stattgefunden hat, Backstage anwesend. Die WWE soll ja für WrestleMania 32 Sting gegen den Undertaker planen, ein großes Match in Dallas vor einer 100.000er Crowd. Nun hat aber Sting in einem Interview verraten, dass er das Match bei WrestleMania 31 gegen Triple H als eins seiner letzten, wenn nicht als das letzte ansieht. Er sagte, ich fühle mich gerade so, als würde das bei WrestleMania 31 mein letztes Match werden. Mal gucken, wie jeder reagiert. Wenn mir jemand sagt, bei WrestleMania oder der Survivor Series soll ich noch ein Match wresteln, würde ich es in Erwägung ziehen, aber wenn ich jetzt wirklich realistisch denke, glaube ich, das wird mein letztes. Sting ist ja nach WrestleMania für die Monday Night Raw Ausgabe gebookt und könnte dort vielleicht nicht, wie vorher berichtet, in einem Segment gegen den Undertaker auftreten, sondern vielleicht sogar seine Abschiedsrede halten und dort offiziell seine Karriere beenden. In wenigen Stunden findet ja schon die Hall of Fame 2015 statt, die ja immer Teil des WrestleMania Weekends ist. Hier nochmal die komplette Hall of Fame Class diesen Jahres. Kevin Nash wird eingeführt in die Hall of Fame von Shawn Michaels. Macho Man Randy Savage von Hulk Hogan, Arnold Schwarzenegger von Triple H, die Bushwhackers von John Laurinaitis, Larry Zbysko von Bruno Sammartino, Alanda Blaze von Natalya, Rikishi von den Usos und Tatsumi Fujinami von Ric Flair. Der Warrior Award wird ja dieses Jahr das erste Mal vergeben und geht dieses Jahr an Conor McCallick.